So, jetzt haben wir gerade gesehen, dass man das Oberflächenintegral des Flusses eines Vektorfeldes auch schreiben kann als das Volumenintegral der Divergenz des Vektorfeldes. Jetzt, wir hatten das gerade gezeigt, indem wir einen infinitesimal kleinen Quader betrachtet haben, mit Seitenlängen dx, dy, dz, und indem wir den Fluss durch die Oberfläche dieses infinitesimalen kleinen Quaders berechnet haben. Jetzt kann man sich fragen, ja, diese Gleichung hier, dieses Gesetzes gilt ja auch für endliche Oberflächen. Warum gilt es dann das, was wir gerade für einen infinitesimal kleinen Quader berechnet haben, warum gilt das für die gesamte Oberfläche? Jetzt ist es so, dass ich mir ein großes Volumen natürlich zusammengesetzt denken kann als Summe von sehr vielen kleinen Quadern. Das heißt, nächst zu diesem Quader kommt der nächste Quader. Und da hinten ist auch noch einer und so weiter. Und so kann ich mir ein ganzes endliches Volumen zusammensetzen aus vielen von diesen infinitesimal kleinen Elementen. Und jetzt kann man sich relativ einfach überlegen, dass, wenn ich mir zum Beispiel das Vektorfeld in diesem Punkt anschaue, dann kann ich zuerst berechnen den Fluss des Vektorfeldes durch die Oberfläche dieses Quaders. Dann ist in diesem Falle das Oberflächenelement dA zeigt in diese Richtung und der Vektor zeigt immer in diese Richtung. Da muss ich aber addieren, der Fluss durch diese Oberfläche plus den Fluss durch diese Oberfläche plus den Fluss durch diese Oberfläche und so weiter für alle Oberflächen. Und jetzt sieht man sofort, der Fluss zumindest durch diese Fläche hier ist genau gleich groß, aber negativ im Vergleich zum Fluss durch diese Oberfläche hier, also durch dieselbe, aber relativ zum anderen Quader. Warum? Für den zweiten Quader hier, für diesen Quader, gilt ja, dass der Oberflächenvektor in diese Richtung zeigt. Nehmen wir den jetzt dA2. Das andere können wir dA1 nennen. Und jetzt sieht man, dA2 ist minus dA1. Der Vektor ist aber immer dasselbe. Das ist einfach das Vektorfeld ausgewertet an diesem Punkt hier. Und da sieht man schon, der Fluss dΦ1 durch diese Fläche ist V mal dA1. Der Fluss andererseits durch die Fläche für diesen zweiten Quader hier ist V mal dA2, aber das ist gerade minus dA1, ist also minus dΦ1. Und das heißt, wenn wir alle Flüsse aufaddieren, dann heben sich die Werte der Flüsse an diesen Innenflächen alle weg. Übrig bleibt dann nur der Nettofluss durch die gesamte Oberfläche. Das heißt, jetzt sieht man klar, dass hier nur das Oberflächenintegral zählt bezüglich der gesamten Oberfläche. Und diese Innenflüsse heben sich alle weg. Aber wie gesagt, den gesamten Fluss durch die gesamte endliche Oberfläche irgendeines Körpers, der sich dann so zusammensetzt, kann ich auch berechnen, indem ich einfach über sein Volumen integriere und in jedem Punkt im Volumen auswerte, was ist die Divergenz dieses Vektorfeldes an diesem Punkt.